Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu diesem, doch schon längeren Video. Ich will dir jetzt erst ein paar Dinge erklären, weil das Material, was du jetzt gleich von mir bekommst, diesen Film, der ist schon etwas älter. Naja, was heißt älter? Ich sehe immer noch aus wie jetzt, aber der ist vor einiger Zeit aufgenommen worden und das Material lag jetzt bei uns ewig auf der Platte rum und ich habe mir gedacht, ey, also bevor es jetzt auf der Platte vergammelt, lade ich es auf YouTube hoch, weil es ist ein komplettes Fotoshooting. Also ich hatte ein TFP-Shooting. Ein TFP-Shooting ist ein Time for Print, wobei wir leben im Digitalen. Time for Pictures, sagt man neuerdings auch. Das bedeutet, jeder arbeitet im Prinzip für Bilder auf eigene Kosten. Niemand wird bezahlt. Und wir haben so ein Shooting komplett mitgefilmt. Ich verlinke euch auch die Elvira, das Modell, was dabei war, in die Notizen hier unter dieses Video. Und im Prinzip haben wir mehrere Sets fotografiert. Es kann sein, dass ihr im Video das ein oder andere hört, was vielleicht nicht ganz stimmig ist. Weil wie gesagt, es war eigentlich geplant, dass das ein Videotraining wird. Ich glaube, ein Set haben wir rausgeschnitten, da haben wir es filmisch verkackt. Und letztendlich sind es dann 4 oder 5 Sets geworden, die wir in Mannheim fotografiert haben und haben die ganze Zeit die Kamera dabei gehabt und wir erklären alles. Ich werde auch dieses Video nicht monetarisieren, dass du nicht von Werbung unterbrochen wirst. Ich mache lieber meine eigene Werbung, bevor so eine Scheißwerbung reinkommt. Daher werde ich dir wahrscheinlich in die Videobeschreibung nochmal das ein oder andere günstige Videotraining empfehlen, was auf dieses Video aufbaut. Genau, das wollte ich dir eigentlich nur mit auf den Weg geben und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem ganzen Videomaterial, mit den Bildern. Es geht wirklich zu 100% um Fotografie, Planung von einem Fotoshooting, Model Release und alles drum und dran. Also, viel Spaß. So Leute, beim ersten Film angekommen und in diesem ersten Film will ich jetzt so ein klein wenig über meine Gedanken sprechen, was heute denn überhaupt geplant ist. Und dann gehen wir auch schon mal an die Ausrüstung, an das Material, was wir heute quasi mitnehmen. Aber zuerst einmal so ein bisschen um die Idee. Und wisst ihr, was total cool ist? Dass ihr ja schon die Bilder kennt, die wir heute erstellen. Aber ich sitze ja gerade hier und habe noch überhaupt keinen Plan, wie die Bilder werden. Das finde ich irgendwie total freaky. Aber was ihr jetzt mal machen könnt, ist, diese fertigen Bilder, die ihr ja schon kennt, einfach so ein bisschen auch immer im Hinterkopf behalten, wenn ich jetzt gerade erzähle. Dann werdet ihr vielleicht feststellen, dass es vielleicht dann doch nicht so geworden ist oder ein bisschen davon weggegangen ist. Also, was ist die Ausgangssituation? Ich habe heute eine freie Arbeit und will haben, dass ihr im Prinzip komplett dabei seid. Mein Ziel ist es heute, mehrere schöne Bilder, mehrere schöne Porträts zu erstellen. Vielleicht Ganzkörper, vielleicht ein paar Close-ups, vielleicht mit natürlichem Licht, dann vielleicht ein bisschen mit Blitzlicht, vielleicht ein bisschen Natur, offenblendig, dann vielleicht ein bisschen mehr Hintergrund, Industrie. Das sind so meine Gedanken. Die Situation ist einfach die, dass vielleicht jetzt, oder wahrscheinlich schauen viele zu, die einfach sagen, ich mache auch solche Shootings. Ich lade jemanden ein, ein Model, eine Freundin, eine Bekannte und ziehe einfach mal los, um coole Bilder zu erstellen. Und darum geht es jetzt. Also kein krasses Auftragsshooting, keine spezielle Bildidee, die man umsetzt. Wir haben einfach ein Model kontaktiert, in dem Fall die Elvira, und haben dann einfach gesagt, komm, lass uns doch mal losziehen und einfach mal ein paar schöne Bilder machen. Als Location haben wir gesagt, wir gehen raus. Meine Stammlocation ist der Mannheimer Hafen. Und das war es auch schon an Idee. Was habe ich hier vorher noch geschrieben? Naja, so ein bisschen herbstlich, ein bisschen im Wetter angepasst. Vielleicht ein bisschen was, wo es ins Industrielle passt. Ich werde später mit ihr einfach mal schauen, welche Klamotten das sie mitgenommen hat. Es ist aber, wie gesagt, kein mega geplantes Shooting, was ich fast immer mache. Ich habe einfach mal gesagt, ich will raus, Spaß haben, einfach ein paar schöne Bilder erstellen. Okay, was gibt es zu beachten? Das Wetter muss mitspielen. Wir wollten dieses Shooting schon zweimal zuvor machen und zweimal hat es geregnet. Jetzt schon der dritte Versuch, ja, wenn ich rausgucke, das Wetter sieht gut aus. Aber es kann sein, dass es später regnet. Keine Ahnung, wir fotografieren dann im Regen. Ja, also heute wird es definitiv durchgezogen. Aber bedenkt es so ein klein wenig, ja, dass ihr das Wetter mit einbezieht.
Gut, das Wetter kann man sich raussuchen. Sonnenuntergang, weiß ich nicht, ob man den noch mitnehmen. Wir fangen einfach mal an zu fotografieren und irgendwann werde ich dann sagen, hey, wir haben genügend coole Bilder, das war's. Aber ich will einfach mehrere verschiedene tolle Bilder erstellen. Okay, was auch noch ganz wichtig ist, ich fotografiere am liebsten Mannheimer Hafengebiet und dafür braucht man eine Genehmigung, ja, eine Erlaubnis. Die habe ich mir bei der Hafenmeisterei mal geholt. Ja, ist immer so eine Jahresgenehmigung. Das heißt, wenn ihr irgendwo fotografieren wollt, stellt sicher, dass ihr danach gefragt habt, weil gerade dann, wenn vielleicht die Hafenpolizei kommt oder wie auch immer, dann ist es ganz wichtig, dass ihr was vorweisen könnt. Ja, also einfach mal bei der Hafenmeisterei nachfragen. Das ist so das eine. Und dann habe ich noch einen Model-Release-Vertrag dabei. Das ist eine freie Arbeit. Man nennt es TFP-Shooting. Und da sieht es so aus, dass jeder kostenlos im Prinzip arbeitet und dann bekommt das Modell Bilder, kann die nutzen. Wobei hier ist es nicht ganz ein TFP-Vertrag, ja, weil wir haben eine Produktion. Das heißt, da ist schon eine Bezahlung im Spiel. Aber ich werde es ganz normal jetzt mal als TFP-Shooting präsentieren. Schau, dass ihr da mal ein paar Verträge im Internet runterlädt. Da gibt es so viel Auswahl und einfach schon vorgefertigte Verträge. Bei mir steht jetzt drin, dass das Modell innerhalb von 21 Tagen drei Bilder bekommt, ja, und einfach das Recht, dass ich die Bilder auch nutzen kann. Ja. Also sowas solltet ihr auch bedenken. Zur Not vereinbart alles per E-Mail, wie viele Bilder jeder bekommt, dass es später auch keine Missverständnisse gibt. Okay, das waren jetzt einfach mal so die Gedanken. Wie gesagt, ich hab keine großen Ansprüche. Ich will einfach schöne People-Aufnahmen, schöne Porträts erstellen und habe jetzt aber noch kein spezielles Bild vor Augen. Ich will einfach rausgehen, Spaß haben, coole Bilder und wie gesagt, ihr seid mit dabei. Aber bevor wir jetzt losfahren nach Mannheim, werden wir als erstes noch ein bisschen das Material durchgehen. Wir nehmen sehr viel mit. Keine Angst, man braucht nicht so viel. Ja, ich erkläre trotzdem mal ganz kurz, was wir alles dabei haben. Ob das jetzt alles Verwendung findet, weiß ich jetzt noch nicht. Wir nehmen es halt mal mit, weil wir es haben. Ja? Aber dazu gleich mehr im nächsten Film. So, Freunde, ein bisschen was zum Material. Kriegt jetzt bloß keinen Schock von wegen, oh Gott, was nimmt der alles mit? Das kostet einen Haufen Geld. Ja, ihr könnt auch einfach nur rausgehen mit eurer Kamera, natürliches Licht und einfach schöne Bilder machen. Ja? Aber es ist doch so, wenn ich es doch hab, ja, und ich hab's nun mal, dann nehme ich es doch auch mit. Würdet ihr auch nicht nein sagen, oder? Deswegen nehmen wir einfach mal alles mit. Was ich davon tatsächlich brauchen werde, keine Ahnung. Es ist gar nicht so viel. Es sieht vielleicht viel aus, aber es ist gar nicht so viel. Also es passt hoffentlich alles in ein Auto rein. Schauen wir mal. Ich sage euch mal als erstes mal die Kamera. Wir haben zwei Kameras dabei. Einmal die 1DX, ja, und einmal die 5DSR von Canon. So, Kamera würde hier auch eine 600D oder irgendwie was Kleineres gehen. Also wirklich, ne? Braucht ihr nicht jetzt denken, oh, teure Kameras. Mit welcher Kamera ich mehr fotografiere, weiß ich nicht. Ich denke mal mit der 1DX, weil die einfach draußen mit natürlichem Licht, wenn wenig Licht ist, wenn sich das Motiv bewegt, es ist eine schnellere Kamera, ich kann mit der ISO hoch, bietet sich wahrscheinlich an. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber die 5D ist ja als Backup-Kamera. Ja, aber mal gucken. Ich weiß noch nicht, mit welcher ich fotografiere. Auf jeden Fall werde ich viel mit einer Festbrennweite fotografieren. Ich empfehle da ja immer das 85 mm 1.8. Es gibt schon ab 300 Euro. Ich habe jetzt hier ein 85 mm 1.2. Ich denke mal, das werde ich überwiegend nutzen. Dann habe ich auch noch ein 24-70 dabei an Linse. Und auf der Backup-Kamera ist jetzt noch ein 16-35. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das brauchen werde. Wir haben noch so ein bisschen eine kleine OMD als Kamera dabei für Making-of-Aufnahmen. Ja, da macht der Christoph später ein paar Bilder. Aber ich fotografiere eigentlich mit der 1DX primär. Was ich dabei habe, ist so ein kleiner Viewfinder. Ja, das ist ganz wichtig, wenn man Outdoor fotografiert. Könnt ihr euch vielleicht auch was selber basteln, wenn ihr jetzt keinen Viewfinder habt. Es geht einfach darum, die Bilder vernünftig zu beurteilen. Und den habe ich dabei. Genau. Dann noch ein Kameragurt. Ja. Dass ich die Kamera schön bequem an der Seite tragen kann. Hey, kam eben gerade an. Ich habe sie nie probiert. M-Portable, ja, angeblich sehr geil für Datensicherung. Da schieben wir später einfach mal unsere CF-Karte rein. Wäre so ein mobiles Backup. Mache ich extra irgendwann mal ein Video auf YouTube oder so. Habe ich jetzt mal mitgenommen. Licht haben wir dabei. Das natürliche Licht, ja. Also ich werde am Anfang definitiv nur mit natürlichem Licht fotografieren.
Aktuell denke ich sogar, dass ich sehr gerne oder mehr mit natürlichem Licht fotografieren will. Es ist ein schöner, diffuser Himmel, ja, keine knallende Sonne. Aber wir haben auch noch Aufsteckblitze dabei. Was sind das überhaupt? Yongnuo, ne? Yongnuo-Aufsteckblitze. Wir haben so eine Firefly Softbox. Das geht mit so einem Systemblitzadapter. Kann man das auch an einen Aufsteckblitz machen? Das geht dann relativ schnell alles. Wir haben aber auch noch mein Baby dabei, der Hänsel Porty, ja. Der nimmt natürlich ein bisschen Platz und Gewicht weg. Ist auch vom Aufbau her, dauert ein bisschen. Im Prinzip, wir haben die Zeit. Aber wenn wir halt Wumms brauchen vom Lichtformer, haben wir noch einen Hänsel Porty, also eine mobile Blitzanlage dabei. Ja, so ein Schnickschnack, so ein Walkstuhl. Ich glaube nicht, dass ich den brauchen werde, aber es ist immer cool, ihn dabei zu haben. Da kannst du dich dann hinsetzen. Ist auch ein geiles Teil. Ja, aber wie gesagt, Leute, ich will es nur erwähnen, weil ich kriege immer die Fragen gestellt, was hast du da fotografiert? Ja, der typisch Deutsche ist ein bisschen Technik-Nerd und wahrscheinlich schaut jetzt der ein oder andere zu und sagt, ey, voll geil der Film, ich sehe mal, was da alles ist und dann hole ich mir es vielleicht auch. Und ja, deswegen will ich das so ein bisschen mit reinbringen. Jetzt habe ich die Platte aus Versehen angemacht hier. Okay, Funkauslöser haben wir noch ein bisschen dabei für die Aufsteckblitze, Rucksack. Ach so, was ganz wichtig ist, Leute, und das ist jetzt wichtiger als die ganze Technik vielleicht. Ich habe hier oben in meinem Rucksack nochmal so eine kleine Tasche. Und die kleine Tasche ist immer befüllt mit dem Wasser für unterwegs, Hühnchenfleisch und ein Powerriegel. Ja? Also ganz, ganz wichtig. Mir persönlich ist wichtig, dass es mir beim Shooting gut geht. Ja? Und wenn du Hunger hast, wenn du Durst hast, der Kreislauf vielleicht nicht mitspielt, ja, weil du zu wenig getrunken hast oder sonst irgendwas, dann ist es immer scheiße. Ja? Und deswegen nehmt euch immer ausreichend Proviant mit. Okay, ich sehe gerade noch, wir haben da unten noch so einen Sunbounce, ja, einen Reflektor. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass ich den nutze, weil ich leite eigentlich so gut wie nie das Licht um. Aber wir haben ihn dabei, wenn was sein sollte. Ich denke mal, ein Stativ für die Kamera nehmen wir auch noch mit. Ist jetzt auch nicht geplant, ja, dass ich mit Stativ fotografiere oder Hintergründe extra fotografiere. Aber wir nehmen es halt mal mit. Ne? Was man dabei hat, hat man. Und ansonsten, gut, Handy hat aber nichts mit dem Job zu tun. Ich schaue mal ganz kurz an mein Team. Habe ich noch was vergessen? Nö, ne? Ist eigentlich alles da. Ah, eins habe ich noch vergessen. Das wichtigste Gerät. Ja? Christoph. Christoph ist nämlich so das wichtigste Gerät überhaupt. Guck ihn dir an. Heute Morgen waren wir zusammen trainieren. Ja? Christoph ist derjenige, der mir heute assistiert. Ja? Julius filmt, George filmt. Aber Leute, jetzt kein Witz, ja? Ihr könnt natürlich keinen Christoph haben, ja? Aber vielleicht geht raus mit jemandem zusammen, der euch hilft. Ihr könnt euch ein bisschen abwechseln. Wisst ihr, es ist einfach viel, viel entspannter zu arbeiten. Nehmt einen Kumpel mit, einen Freund mit. Ihr werdet merken, es ist viel, viel besser. Okay, sind wir bereit? Ich bin bereit. Dann legen wir los. Wir filmen jetzt nicht mit, wie wir alles verladen oder wie wir da mit dem Auto fahren. Ja? Bei diesem Projekt ist ja so, dass wir immer jede Minute mitfilmen wollen, aber so Fahrzeit ist echt unnötiger Speicherplatz, ja, den ihr runterladen müsst. Deswegen, wir werden jede Minute mitfilmen von wichtigen Stellen. Ja? Und das Verladen gehört definitiv nicht dazu. Wir verladen jetzt, fahren nach Mannheim, treffen dort unser Modell und ja, dann melden wir uns wieder. Let's go! So Leute, ich muss jetzt nach vorne schauen. Ja? Wir haben uns doch dafür entschlossen, eine ganz kurze Sequenz im Auto zu machen. Ey, der Christoph ist ein Hund, gell? Wir haben hier so eine Sitzheizung und wir schalten uns gegenseitig immer die Sitzheizung an, dass dem anderen den Arsch wegbrennt. Ey, lass die mal aus jetzt, Alter. Das wird wieder voll heiß gerade. Ja, Leute, es ist eine Bonussequenz. Ihr müsst jetzt diesen Film nicht unbedingt anschauen. Ihr könnt einfach nebenbei laufen lassen, ein bisschen zuhören. Es ist so eine Freestyle-Sequenz. Ich nehme die immer, das, was ich jetzt sage, sage ich immer meinen Personal-Coaching-Teilnehmer, die mit mir unterwegs nach Mannheim sind, dort ein bisschen zu fotografieren. Auf denen erzähle ich dann auf der Fahrt so immer so ein bisschen, ja, was über meine Gedanken zum Thema On-Location, Fotografieren und so weiter. Und ich will jetzt einfach so ein bisschen Freestyle drauf losquatschen, was mir gerade so einfällt. Das Erste, was mir einfällt, ist, wenn ihr On-Location fotografiert, schaut, also das ist nur so meine Empfehlung, dass ihr so eine Stammlocation habt, ne, wo ihr euch auskennt. Weil es ist ja so, wenn du an eine frische Location kommst, du musst erstmal wieder schauen,
Ja, was ist geil, was kommt cool. Also ich bin kein Typ, der eine Wand sieht und direkt weiß, die sieht geil aus. Das muss ich immer erst probieren. Und manchmal siehst du eine Location, wo du sagst, ey, das sieht doch nicht schön aus und die rockt total, ja. Und es gilt es so ein bisschen herauszufinden. Das heißt, wenn ihr eine coole Location gefunden habt, macht es so ein bisschen zu eurer Stammlocation. Bei mir ist es der Mannheimer Hafen. Wir werden jetzt am Anfang erstmal in einen anderen Bereich gehen, in der Nähe vom Mannheimer Hafen. Das ist nicht meine Stammlocation, da muss ich selber erstmal suchen und schauen. Aber im Mannheimer Hafen bin ich eigentlich relativ fit. Und das ist einfach so meine Stammlocation. Das heißt, die Leute sehen die Bilder und erkennen schon an der Location, dass das Bild von mir ist. Ja? Weil da einfach, das ist ein Wiedererkennungswert. Ist eine Location, die auch überdachte Bereiche hat. Das ist mir auch immer ganz wichtig, wenn es regnet. Ja, und gerade an so Hafengebieten gibt es halt Bahnhöfe, Brückenkomplexe. Das heißt, ich habe auch einen Plan B. Jetzt hätte ich fast gesagt, jetzt fahren wir in den Tunnel. Der Empfang geht weg, aber eigentlich geht nur das Licht weg. George, das bringt wahrscheinlich nichts. Also, wie gesagt, es langt, wenn ihr auf die Stimme ein bisschen hört. Ja, so ein bisschen was zum Thema On-Location. Das zweite ist, ihr werdet sagen, das spielt keine große Rolle, aber schaut, dass ihr euch ein vernünftiges Auto besorgt, wo wirklich alles reinpasst. Ich habe jetzt hier das Auto von meiner Frau geklaut, ja, weil wirklich alles reinpasst. Das ist auch so eine Sache, wo viele immer scheitern und schon beim Verladen eben haben wir immer alles geguckt, dass alles richtig drin ist. Es erspart einfach später den Druck, die Zeit. Es macht alles viel, viel bequemer. Ja? Also es ist jetzt nicht die oberste Priorität. Wie gesagt, es ist einfach so eine Information, die mir jetzt am Rande so ein bisschen einfällt. Ja, bei meinem Autokauf habe ich immer darauf geachtet, okay, kann man die Sitze umlegen, ist genügend Platz und so weiter. Okay, ansonsten, was erzähle ich den Leuten noch? Oh, wir müssen Umleitung fahren, das ist schon mal ganz schlecht hier. Da sind wir auch schon beim Thema, fahrt immer rechtzeitig los. Ja? Also wir holen das Model um 13.30 Uhr ab. Wir brauchen 20 Minuten, Viertelstunde dahin, haben jetzt nur eine halbe Stunde Zeit. Das ist gut, weil jetzt hier eine Umleitung ist. Seid immer pünktlich, gerade eine freie Arbeit, da kann die Stimmung von jetzt auf nachher schwanken, wenn man unpünktlich ist und so weiter und es ist einfach nicht gut. Ey, wo sind wir jetzt? Alter, wo müssen wir jetzt hinfahren? Ja, da bei mir vorbei. Ja. Echt? Von der rechts. Ja. Alter. Ja, ihr merkt schon, ne? Das geht auf den Sack, wenn da so eine Umleitung ist. Aber deswegen immer rechtzeitig losfahren. Ich habe schon so viele Modelle gehabt, ja. Da sagst du um 13.30 Uhr Treffpunkt oder um 14 Uhr Treffpunkt und dann kommen sie eine halbe Stunde später, weißt du, und dann ziehst du schon eine Fresse. Es ist doch eine freie Zusammenarbeit, ja. Deswegen muss man es trotzdem professionell angehen. Also immer rechtzeitig losfahren. Mehr habe ich jetzt erstmal nicht. Ich glaube, das war's. Ich habe einfach ein bisschen was zum Thema Location gesagt. Findet eine Stammlocation, wo ihr fit seid. Ja, im Prinzip euer Outdoor-Studio. Schaut, dass ihr alles gut verladen könnt. Ja, gescheites Auto, rechtzeitig losfahren. Essen, trinken ein bisschen mitnehmen. Oh shit, jetzt waren wir bestimmt gleich live geblitzt. Uhuhuhu! Und wenn man dann ankommt, kann es richtig entspannt, cool losgehen. So habe ich es jedenfalls jetzt vor. Das soll es erstmal gewesen sein. Wir müssen jetzt erstmal den Weg finden hier. Alright, dann sehen wir uns später, wenn wir angekommen sind. So Leute, wir sind jetzt angekommen unter der Brücke. Ja, wir haben jetzt einfach einen Parkplatz gesucht hier in Mannheim. Und Elvira ist gerade mit dem Zug gekommen, haben wir abgeholt. Und was wir jetzt machen ist, wir bequatschen die Outfits. Ich habe ja gesagt, ich habe da jetzt keine großen Vorgaben. Ich werde jetzt einfach mal schauen, so ein bisschen, was sie dabei hat. Aber im Endeffekt lasse ich sie entscheiden, weil sie ja die Expertin ist. Ja? Und wenn es am Ende scheiße aussieht, hast du die Schuld. Nein, das mache ich immer so. Also ich gucke einfach so ein bisschen rein, was so ein bisschen von der Farbigkeit passen könnte. Sie hat jetzt schon ein cooles Outfit an. Das könnte man eigentlich später nehmen, wenn so ein bisschen mehr ins Künstliche geht. Ja? Also mit Kunstlicht, illustrativer Bildstil, so ein bisschen. Da ist es ganz cool, aber wenn man jetzt da am Wasser spazieren geht, Natur, finde ich das ein bisschen zu, wie nennt man das, overdressed oder keine Ahnung, nicht ganz so passend. Deswegen zeig mir doch einfach mal jetzt so, was du so ein bisschen hast. Also den könnte man mitnehmen, aber mit irgendwie sowas Pulli-mäßiges, ne? Sowas Lässiges. Mhm. Da habe ich noch ein weißes Hemd für drunter. Also das kann ich entweder mit der Hose anziehen oder mit einer schwarzen.
Okay, also jetzt kein Mikro, ne? Also ich sag gerade so mit weißem Oberteil drunter. Da ist auch nochmal so ein grüner Pulli, aber der ist zu straff. Der passt das von der Farbe her. Ich bin ja eh kein Fan von Grün, das wisst ihr ja. Wir sind übrigens direkt an der Straße, ja? Also das kann man jetzt alles im Hintergrund ein bisschen hören, wie die Autos hier vorbeifahren. Oh, der ist geil. Was ein, so wie so ein Poncho. Oh, das ist gut. Inklusive Preisschild, ne? Sie hat sich vorbereitet, sie war gestern noch shoppen. So muss es sein für ein Model. Den können wir auch mal mitnehmen, ja? Am besten nimmst du einfach mal eine Tasche mit. Das machen wir später, ja. Das können wir da lassen. Und was hast du so noch? Das ist auch für später. Das ist auch jetzt für Natur. Wir müssen uns einfach vorstellen, dass du spazieren gehst. Du gehst einfach spazieren, bist draußen, Kopf frei. Einfach weißes Oberteil und... Okay, dann versuch doch das irgendwie mal jetzt anzuziehen, ja. Irgendwie so ein bisschen... Es muss super authentisch sein. Also angenommen... Du gehst jetzt da draußen spazieren, du darfst schon gut aussehen, aber es darf nicht too much sein, ja? Aber nicht in grün, oder? Nee, den gelb. Okay, der ist super. Genau, Pulli, Jeans. Finde ich eigentlich auch cool. Wir können ja Variationen machen. Das filmen wir jetzt eh nicht mit, ja? Wir machen jetzt eh die Kameras aus, wenn es sich umzieht, aber genau. Sag mal, du kannst immer noch, genau, ganz kurz drüber. Finde ich eigentlich fast so am lässigsten. Ich will jetzt eh erstmal nur Oberkörperporträts. Den kannst du ja dann so ein bisschen vorne halten. Dann lass uns doch mal mit dem anfangen. Dann passt das hier auch gut, oder? Ja. Ist zu schick. Nee, das ist ganz cool. Es sollen ja, wie gesagt, erstmal Oberkörperporträts und für Ganzkörper nimmst du einfach mal noch so einen Pulli mit, okay? Das wollte ich halt so drunter anziehen, deswegen ist es so zerknittert. Aber das geht auch. Passt ja eigentlich. Ja, ihr seht, Leute, unter einer Brücke, ja? Ist jetzt hier... Okay, pass auf, wir treffen Entscheidungen. Mit dem fangen wir an. Du nimmst aber deine Tasche mit. Nimmst so ein bisschen den Pulli mit. Den Hut mal auf jeden Fall noch mit. Haarspray auf jeden Fall mit. Und dann laufen wir einfach mal ein Stück vor. Wir gucken dann mal wegen Locations. Und wenn wir so den ersten Platz gefunden haben, sage ich euch, warum wir an dem Platz fotografieren und ja, wie wir halt fotografieren. Okay. Dann bereiten wir noch einen Rest vor und melden uns gleich wieder, wenn wir ein Stück gegangen sind. Julius, du machst mal wieder ganz kurz einen Schwenk hier, ja, wie alles aussieht. Die Location ist noch unspektakulärer geworden. Hinten Gebüsch vor irgendeinem Clubhaus, keine Ahnung, ganz normaler Weg. Ja. Wir haben jetzt leider nicht so lange hinten dran Luft, ja. Also es kommt relativ nah, nach ein paar Meter kommen schon Gebüsche. Aber bei Blende 1.8, Blende 2.8 sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. So, Fakt ist, wir haben jetzt einen Bereich gefunden, wo eben Schatten ist. Ja? Motiv, in dem Fall Elvira im Schatten. Und im Hintergrund, die Gebüsche, da knallt schon ein bisschen die Sonne rein. Ja? Da wird's, kann sein, dass es ein bisschen hell wird, dunkel. Muss ich vielleicht später in Photoshop ein bisschen abdunkeln. Aber ich brauche einfach diese Brauntöne. Ja? Die sind mir einfach verdammt wichtig. Okay. Machen wir erstmal ein Hochformatbild. Ich fotografiere mal Blende. Wir starten mal mit. Einfach mal Blende 2.8, ISO 200. Die Zeit wird automatisch errechnet. Warte mal, ich nehme das mal ganz kurz weg, dass ich da mit dem Mikrofon nicht in die Probleme kriege. So, machen wir einfach mal ein paar Hochformatbilder. Genau, schauen wir mal zu mir. 3, 2, 1. Ganz kurz weg. So, ich blende es euch ein. Jetzt habe ich oben noch ein bisschen. Helle Ecken drin, das will ich nicht haben, aber ich habe zumindest mal von vorne ein schönes, gleichmäßiges Licht und habe einen schönen Augenreflex. Du müsstest vielleicht dann doch noch ein bisschen zurückgehen. Ja, geh noch ein bisschen zurück. Einfach, dass ich da hinten mehr Braunzeug drauf bekomme. Genau, bleib so. Super. 3, 2, 1. So, ihr seht, ich bin jemand... Ah, jetzt hat die Sonne. Du musst wieder ein bisschen vor. Genau. Das war zu weit und geh ein bisschen nach links. Ja. Ja, noch ein bisschen, genau. Wir müssen schauen, dass sie wirklich kein bisschen Sonne abbekommt. Das sieht man im Bild. Okay, bleib so. 3, 2, 1. So, ihr seht von der Gestaltung, ich schneide wieder so ein bisschen den Kopf ab, ja, dass die Augen im Drittel sind. Das ist einfach etwas, was ich sehr oft mache. Ich mache mal ein paar Querformatbilder. Genau, bleib so. 3, 2, 1. So, vielleicht mal mehr nach da schauen oder ein bisschen da drehen. Okay, 3, das ist schön. Bleib so. 3, 2, 1, Kinn ein bisschen hoch.
3, 2, 1. Ihr könnt ja gerne nochmal zurückspulen. Beim Bild davor war kein Augenreflex im linken Auge, im rechten Auge, beziehungsweise ganz schwach. Deswegen habe ich gerade gesagt, Kinn ein bisschen hoch. Wir machen noch ein paar Bilder. Vielleicht ein bisschen wieder was Frontaleres. Wo du, ja, genau. Sag mal so. 3, 2, 1. Kopf ein bisschen mehr gerade, symmetrisch. Ja. 3, 2, 1. Oh, das war links, ist jetzt die Ecke viel zu hell. Warte mal, dreh dich mal ein bisschen leicht. Ja, bleib mal so. Okay, 3, 2, 1. So, wir gucken nochmal. Ja, jetzt kriege ich wieder ein bisschen Probleme hier mit den Farben hinten dran. Ich muss einfach schauen, dass die... Ich kann jetzt aber... Wobei, da hätten wir auch Licht. Ne? Ich könnte vielleicht sogar die Farben versuchen. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz rum. Bisschen weiter rüber, da haben wir ein bisschen Sonne drin. Ja, bleib mal so. Ja, jetzt haben wir hier auch einen gleichmäßigen Himmel. Das Problem ist, dass der Hintergrund, ja, der wird nicht ganz so unscharf jetzt, aber ich habe ja noch ein bisschen Spielraum mit der Blende gleich. Ja, das ist fast, ich gehe mal hier auf Blende 1.8. Oh, ich war bei Blende 2.5, wie bin ich denn da hingekommen? So, Blende 1.8, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Okay, Achtung, 3, 2, 1... Oh, unscharf geworden. Ja, müssen wir normal machen. Ich nehme mal den mittleren Fokus. Ich bin einfach so ein Zieher. 3, 2, 1. Scharf geworden, ja. Das passt jetzt. Sieht auch gut aus. Komm mal noch ein Stück vor. Ja, also Fakt ist halt, dass immer... Oh, George, vielleicht musst du noch ein bisschen zurück. Ich gehe nämlich auch noch ein bisschen zurück. Wir nehmen die Kamera jetzt einfach mal mit. Genau. Fakt ist halt... Je weiter sie vom Hintergrund weg ist, umso unschärfer wird es. Ich könnte jetzt auch auf Blende 1.2, aber da ist mir der Unschärfebereich zu heftig. Es ist auch so, ich nehme das mittlere Fokusfeld. Ja. Nee, da sind sie im... Ach so, müssen wir... Wir können jetzt aber auch nicht stoppen, ganz kurz. Nee, okay, super, danke. So, wir wollen keine einfach Person ins Bild nehmen. Also... Auch etwas, was passieren kann. Ne? Ihr seid draußen unterwegs, Leute laufen durchs Bild, aber beim Film, wir haben sie jetzt freundlicherweise weggeschickt. Also, ich nehme den mittleren Fokus und ziehe. Ja? Ich habe mit dem mittleren Fokusfeld einfach die besten Erfahrungen gemacht. Ihr könnt auch die äußeren nehmen. Ja? Ich bin halt einer, der zieht. Ja? Die Leute sagen immer, nehmt die äußeren. Aber ja, ich bin halt einer, der anfokussiert und dann zieht. So, machen wir nochmal. So schön. 3, 2, 1. Eins. Oh, ne, jetzt ist schön. Ja, die Schärfe ist ein bisschen, immer ein bisschen riskant, aber jetzt haben wir wunderbare Farben. Da will ich sogar, ich gehe mal mit dem Weißabgleich auf 5,8, wobei das können wir später machen in der Bildbearbeitung. Das sieht schön aus. Jetzt habe ich mal das äußere Fokusfeld genommen. 3, 2, 1. Ja, genau. Das ist jetzt schön, ja. Warte mal, ich war mit der Belichtungskorrektur ein bisschen im Plus. Ich lasse mal wieder auf normal. 3, 2, 1. Schön. So, also ich gucke jetzt hier gar nicht so über den Viewfinder, weil ich ja im Schatten stehe, aber wunderbar, ja, wunderbar. Ja, die davor waren ein bisschen zu hell, aber jetzt funktioniert's. Was wir hier nicht haben, ist die schöne Wärme. Als wir unten waren, hatten wir halt ein schönes, warmes Licht. Das ist halt hier im Schatten, ja. Hier haben wir kein schönes, warmes Licht. Aber da können wir später mit der Farbtemperatur in Photoshop noch einiges machen. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Bilder machen. Hochformat, Querformat, alles, den Bildausschnitt. Einfach jetzt mal ein bisschen posen, ja. Viel Spaß, Julius, im Videoschnitt später, weil ich jetzt viele Bilder einblende, ja. Tut mir leid, aber Leute, einfach ein bisschen draufhalten, ja, weil jetzt stimmt alles hier. 3, 2, 1. Genau, ich muss ein bisschen heller, ein bisschen Belichtungskorrektur ins Plus, ganz dezent nur. Schön. 3, ruhig bleiben. 3, 2, 1. Da hast du gerade gelacht, warte mal. Sie hat vorhin gelacht, weil ich gesagt habe, ruhig bleiben. Ja, das ist bei Blende 1.8 ist. Okay, nochmal. Der war schön. 3, 2, 1. Kannst du den Kopf ein bisschen kippen, so wie du eben warst? Ja. 3, 2, 1. Okay, da ist die Schulter sehr wuchtig. Wir machen nochmal was Aufrechteres, was Frontales. Ich will nochmal ein Hochformat machen. Mach nochmal frontal erst, also so ein bisschen gerade.
Und dann irgendwie vorne so ein bisschen, genau, das ist super. Ich nehme mal ein bisschen mehr mit drauf. Schön. 3, 2, 1. Ja, du musst arg aufpassen. Ein bisschen schwankst du ab und zu noch. Das ist halt wirklich so bei Blende 1.8, ja, wenn sie ein bisschen, das sieht man oft gar nicht, ist schon leicht unscharf. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, scheiß drauf, ja. Wenn jetzt mal nicht jede Wimper scharf ist, ist es gar nicht so wild, ja, weil der Ausdruck zählt, das ganze Bild zählt, da muss man nicht auf 400% ranzoomen. Wir kriegen hier schon wieder Besuch. Okay, machen wir nochmal. 3, 2, 1. Kannst du nochmal irgendwie die Arme nach vorne nehmen, ja. Bleib so, schön, ruhig bleiben. 3, 2, 1. Okay. Das ist auch schön geworden, ja. So, ich mache noch ein paar Querformat und dann stoppen wir hier die Aufnahme. Warte mal, ich nehme ein bisschen mehr mit drauf. Ich gehe mal noch ein bisschen zurück. Achtung. 3, 2, 1. Nochmal. 3, warte. 3, 2, 1. Ich wette, es schauen jetzt voll viele zu, die sagen, schneid nicht immer den Kopf ab. Ja, ist so eine Sache, ja. Nee, super. Also, ihr habt so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Das war eigentlich so dieses Set. Ich werde jetzt noch ein bisschen abdrücken, ja, 10, 20 Mal. Aber da ändert sich jetzt wirklich gar nichts. Ja. Der wichtigste Teil ist jetzt vermittelt. Ihr habt es gesehen, am Anfang gekämpft, ja, gescheitert. Jetzt haben wir eine schöne Farbe im Hintergrund, später noch mit Photoshop, ja, Wärme rein und dann hat man da ein echt schönes Bild. Ich mache jetzt einfach genau von dem Umfeld, ich drücke einfach noch ein bisschen ab. Es hat jetzt ein bisschen was mit dem richtigen Ausdruck finden und so weiter, aber da ändert sich jetzt echt nicht mehr viel. Ja. Schaut noch ein bisschen zu jetzt, aber ich werde jetzt mal nicht mehr erklären, ich werde einfach nur noch ein bisschen arbeiten. 1-2 Minuten und dann haben wir es eigentlich. Okay. 3, 2, 1. Haare müssen wir wieder ein bisschen korrigieren. Darf ich? Ja, okay. Okay. Christoph, hast du Haarspray noch mal ganz kurz? Einfach so ein bisschen an der Seite. Beide. Beide Seiten. Ja. Ich mache mal ein cooles Making-of hier. Warte. Alter, Christophs Pranken sind so groß, weißt du? Naturkamm. Der Naturkamm, ja. Okay, gut, machen wir noch 2, 3. Ich bin noch bei Blende 1.8. Komm mal noch ein Stück vor, wir versuchen da noch ein bisschen mehr Unschärfe reinzubringen. Ja, 3, 2, 1. Ja, super. Schau, dass im Gesicht frei ist. Uiuiui. Ich mach mal 1.2, wobei 1.2 ist mir zu heftig, aber ich probiere es mal. Ist mir fast schon ein bisschen zu wild. Ruhig bleiben. Genau. 3, 2, 1. Oh, geht, ja. Die Augenbrauen sind schon unscharf bei 1, 2. Alter, das ist so heftig. Mach nochmal. 3, 2, 1. Ja, das ist echt. Setzte Augen, ja. Hintere scharf, vorne unscharf. Ich gehe nochmal hier auf Blende 1.8. Genau. Schön. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1. Okay, warte, ich gehe nochmal ein bisschen näher ran. Nochmal. 3, 2, 1. Genau, schau, dass du da schön in die Richtung vom Licht bist. 3, 2, 1. Blick zu mir. 3, 2, 1. Nochmal frontal ganz kurz 1. Ja. Bleib so. 3, 2, 1. Kinn hoch. 3, 2, 1. Super. Okay. Gut. Dann suchen wir mal ein neues Set. Das nächste Set. Wir waren gerade auf dem Weg zur nächsten Location und ja, ich habe dann eben so dieses Gegenlicht gesehen. Und bei solchen freien Arbeiten wie heute, ja, wo man einfach mal rausgeht, ein bisschen rumprobiert,
dann sollte genau das passieren. Probiert aus, probiert rum, ja. Gerade wenn man mit natürlichem Licht arbeitet, ja, da kann man auch mal schnell mal Kamera raus, wieder ein paar Bilder. Und ich will jetzt einfach mal so ein paar Gegenlichtbilder machen. Ich fotografiere mal mit der Blende 1,8 ISO 200, immer noch Zeitautomatik. Gehe mal mit dem Weißabgleich hoch auf 6300, also extrem warm. Den restlichen Farblook mache ich später in der Bildbearbeitung noch wärmer. Lass mal die Belichtungskorrektur erstmal auf normal, also keine Belichtungskorrektur. Und die Sonne, die knallt mir jetzt also wirklich voll ins Gesicht. Also die Sonne ist voll im Rücken. Und wenn ich jetzt so ein Bild machen würde, ich zeige mal ganz kurz, wie es aussehen würde. So, ich blende es euch mal ein. Da finde ich schon, also wir sind noch nicht beim Sonnenuntergang, das dauert noch ein bisschen. Aber man sieht jetzt halt, da ist schönes Licht von hinten. Da könnte ich mir später auch noch ein paar Flares über Strahlung vorstellen. Ich gehe jetzt aber mit der Belichtungskorrektur mal noch so eine Blende ins Plus, um so ein bisschen das Gegenlicht, die Überstrahlung, ja, dass es auch so ein bisschen flau wird. Mir gefällt es einfach. Also ich hoffe, dass es jetzt so aussieht. Also ich habe so Bilder schon öfter gemacht, ja, deswegen weiß ich schon in etwa, wie es aussieht. Schauen wir mal, ob es gleich klappt. Vielleicht nochmal andersrum, wie du eben gerade warst. Du warst so ein bisschen, ja, okay, Achtung. 3, 2, 1. Ja, genau. So, jetzt haben wir einfach so ein bisschen mehr Überstrahlung von hinten. Ich versuche mal noch ein bisschen mehr Richtung Sonne zu gehen, dass die Sonne mir noch mehr in die Kamera zeigt. Dann wird halt die Überstrahlung noch heftiger. Geh Hauch noch rüber bitte. Genau, bleib mal so. Ich schau mal. Ich versuche mal die Sonne, die Überstrahlung noch mit reinzunehmen. 3, 2, 1. Oh ja, jetzt seht ihr schon, ne? Jetzt wird sie total flau und auch total unscharf. Deswegen machen wir nochmal. Ist halt ein bisschen schwierig jetzt mit dem Fokus. Warte, 3, 2, 1. Ja, da waren wir dabei, ne? Das ist halt so ein extrem flauer Look. Je mehr Sonne ich mit drauf nehme, ja, gehe ich wieder ein bisschen weiter raus. Okay, wir machen einfach mal ein paar. 3, 2, 1. Vielleicht nochmal Blick in die Kamera. 3, 2, 1. Kinn ein bisschen hoch. 3, 2, 1. Ruhig bleiben, ja. Ja, jetzt haben wir fast schon zu wenig Gegenlicht. Ich gehe mal so ein bisschen mehr hier rein. Machen wir nochmal. 3, 2, 1. Ja, da ist der Baum, der gefällt mir nicht. Geh mal noch ein bisschen rüber. Wir nehmen mal die Sonne wirklich direkt über dich. Noch ein bisschen rüber. Ja, okay. Bleib so. Boah, da kriege ich keinen Fokus. Warte mal. Okay, das ist zu extrem. So wird es ganz extrem aussehen, ja? Ne, es funktioniert nicht. Wir gehen wieder ein bisschen. Die Sonne kommt auch manchmal ein bisschen stärker raus, manchmal ein bisschen schwächer. Ach du Scheiße. Okay. So, jetzt haben wir mal auch ein lachendes Bild. So, machen wir nochmal. 3, 2, 1. Ein bisschen frontaler nochmal was. Das war zu weit. Mit Schulter. Genau, bleib so. 3, 2, 1. Okay. Na gut, ich denke mal, da bekommt man einen ganz guten Eindruck. Wir machen nochmal, wo du so ein bisschen zur Seite schaust. Ja, mir haben die gefallen, wo du so ein bisschen zur Seite schaust. Also gar nicht in die Kamera. Ja, bleib mal so. Warte mal, ich nehme mal ein bisschen mehr mit drauf. Bleib nochmal. 3, 2, 1. Schau mal zu mir. Ne, die waren offen, aber ist auch immer so eine Sache mit der Schärfe bei mir hier. Warte mal, ich check mal ganz kurz. Ja. Ja, ich muss mit der Schärfe, das ist... Schau zu mir. 3, 2, 1. Okay, 3, 2, 1. Ja, ich gehe noch ein bisschen mehr mit Sonne rein. Ich bin immer noch Belichtungskorrektur, eine Blende im Plus. 3, 2, 1. Okay, machen wir nochmal. Schauen wir ein bisschen mehr, vielleicht drehen wir mal in die Richtung mehr. Genau, bleiben wir mal. Okay, jetzt geht die Sonne gerade weg. Wir schauen nochmal. Boah, ich bin voll geblendet. Warte mal. 3, 2, 1. Na, das war zu hell. Da muss ich mit der Belichtungskorrektur wieder ein bisschen runter. Machen wir nochmal. 3, 2, 1. Ja, jetzt haben wir schon nicht mehr die Überstrahlung, ne, weil ich ein bisschen nach links gegangen bin. Also je mehr
wir hier ins Gegenlicht gehen. Ist halt noch kein Sonnenuntergang oder so. Bleibt mal so. 3, 2, 1. Da muss ich jetzt wieder mit der Belichtungskorrektur hoch. 3, 2, 1. Bleibt mal. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ja, genau. Jetzt haben wir es wieder, ne? Man hat jetzt eben auch ganz gut gesehen, je mehr ich mich Richtung Sonne bewege, Richtung Gegenlicht, umso flauer wird das Ganze. Ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht noch mit der Gegenlichtblende. Das habe ich ganz vergessen zu sagen, dass ich die geschrottet habe. Ja, darf man eigentlich gar nicht sagen. Also ihr könnt mit einer Gegenlichtblende, ihr solltet mit einer Gegenlichtblende arbeiten, aber wenn ihr solche Streulichtsituationen haben wollt, dann braucht ihr da eigentlich keine Gegenlichtblende. Also das letzte hat mir ganz gut gefallen. Jetzt muss ich nur noch schauen, ob es scharf geworden ist. Ja, es ist scharf geworden, ja. Also das ist ganz cool eigentlich. Okay, einfach nur mal so ein bisschen Gegenlichtsituation. Haben wir jetzt auch fotografiert. Und wie gesagt, so, also ist ein Rumprobieren. Ja, ich mache jetzt einfach in jeder Ecke, wo ich denke, cooles Bild, abdrücken und ja, schöne, einfache Porträts. Wir ziehen weiter. So, wir sind jetzt an einer Location angekommen, wo ich sehr gerne fotografiere. Man hört es auch jetzt an den Geräuschen, ja. Autos fahren oben drüber, Helikopter unterwegs, LKWs hinter uns. Es ist eine Unterführung und eine Unterführung hat einen schönen Vorteil, dass ein gerichtetes Licht kommt von vorne und rechts und links kommt überhaupt kein Licht. Ja. Also Elvira steht jetzt so ziemlich in der Mitte gleich vom Tunnel. Und ich zeige euch jetzt einfach mal so 3, 4 Perspektiven, einfach, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt, wie ich jetzt hier fotografieren würde. Ja? Ich würde jetzt eins machen frontal, dann vielleicht so ein bisschen mit der Wand, dann so ein bisschen schräg. Also, ich fotografiere jetzt einfach mal so ein bisschen. Jetzt muss ich natürlich so ein bisschen schauen mit der Verschlusszeit. Ne? Wenn ich jetzt von vorne mal ein Bild mache, mit der ISO 200, Blende 1.8, habe ich ein 160stel. Es müsste lang. 3, 2, 1. So. Ihr bekommt es eingeblendet. Ne, wir haben schöne, warme Farben, ein schönes, warmes Porträt. Oben haben wir so ein bisschen die Lampen. Ja. Vielleicht kannst du ganz kurz zur Seite gehen. Da kommen jetzt immer so, wir gehen mal so ein bisschen aus dem Bild raus. George geht einfach mal mit. Genau. Also, wir haben schöne, warme Farben. Wir haben das Licht, was von hinten vom Tunnel kommt. Ich blende euch jetzt noch mal ganz kurz das Bild ein, was ich eben gemacht habe. Dass wir da einfach ein bisschen drüber reden können, bis die Leute hier weg sind. Und da seht ihr das Licht, was von hinten kommt, bringt so rechts und links an den Seiten neben Elvira so ein schönes Licht, was zu ihr hinführt. Wir haben halt oben die Deckenlampen noch ein bisschen mit drin, das Deckenlicht. Aber ansonsten ist halt ein schönes Licht auch von vorne. Ja? Da mache ich jetzt einfach mal 2, 3 verschiedene Bilder. Ja, wir warten ganz kurz und dann gehen wir hier wieder so ein bisschen mittiger. Da hinten kommt schon wieder die nächste Person. Da müssen wir gerade mal schauen. Okay, wie gesagt, wir lassen die Kamera mitlaufen, weil das soll ja auch so ein bisschen der Sinn und Zweck sein. So, wir warten mal noch. Wir wollen nicht haben, dass wenn die Leute durchlaufen, dass wir sie verpixeln müssen. Ja? Das hat der Julius vorhin vorgeschlagen, wir verpixeln die einfach. Aber das sieht dann aus wie so ein Kriminalfilm. Ja. Okay, gehst du wieder ein bisschen in die Mitte? Okay, wir machen mal noch 2, 3 Bilder, wo du so ein bisschen mittig stehst. 3, 2, 1. Genau, einfach mal dann so ein bisschen die Pose auch verändern. Genau, das sieht schön aus. Ein schönes Licht, ne, schön gerichtet. Jawohl, 3, 2, 1. Wie gesagt, oben haben wir jetzt die Lampen mit drin, über dem Kopf. Da mache ich mir jetzt mal keine Sorgen, mir gefällt das Licht sehr gut. Genau, einfach mal ein paar verschiedene Bilder. 3, 2, 1. Okay. Machen wir mal ein Hochformatbild vielleicht. Schau mal zu mir. 3, 2, 1. Ja, Querformat ist für mich definitiv besser. Ich mache nur ein Querformatbild. Genau, schön offenblendig. Achtung. 3, 2, Kinn ein bisschen hoch. 3, 2, 1. Okay. Ja, wie gesagt, die Lampen oben im Kopf. Gut, die könnte ich jetzt noch mit Photoshop später ein bisschen mit Schwarz wegmalen im Hintergrund. Da müssen wir einfach mal schauen. Warte mal, lass mich nur eins machen, wo du ein bisschen mittiger bist. Genau so. 3, 2, 1. Warte mal, ich will einfach das Licht. Schön, ja. So, jetzt machen wir mal eins. Ein bisschen von da, ne, dass du ein bisschen rüber gehst. Stopp nicht ganz so weit an die Wand, ein bisschen vor. Ja. Ich nehme mal so ein bisschen die Wand und orientiere dich mal hier so ein bisschen zum Licht. Genau. Bleib mal so. Achtung. 3, 2, 1. Ja, ist auch schön. Da haben wir jetzt das Graffiti im Hintergrund. Vielleicht kannst du doch noch mal ein bisschen zu mir schauen.
3, 2, 1. Genau. Vielleicht mal die Haare irgendwie auf eine Seite. Also ich habe es jetzt aktuell so. Mhm. Das davor war auf einer Seite, glaube ich. Ja. Ah ja. Vielleicht auf die Seite? Ich weiß nicht. Probieren mal nochmal. Also jetzt haben wir auch, ja, wobei das Licht kommt eher von da, ne? Da ist ein bisschen, aber es ist halt wirklich ein gleichmäßiges Licht. Da kommt nichts von links, von rechts. Genau, machen wir nochmal eins. Kinn ein bisschen hoch. 3, 2, 1. Okay. Wow, ein bisschen was frontaler. 3, 2, 1. Kipp mal den Kopf in die Richtung. Ja. 3, 2, 1. Okay. So. Ja, der letzte ist nicht scharf geworden, ne? Das sind immer wieder ab und zu mal, also was heißt, ja, nicht ganz scharf. Jetzt machen wir mal eins, wo ich von da das Licht habe, weil ich habe hier ein ganz gerichtetes Licht. Und jetzt müsste der Hintergrund eigentlich ganz dunkel werden. Da müssen wir nochmal schauen. Genau, ich schaue von hier durch. Bleib so. Genau, 3, 2, 1. Ich bin ziemlich nah ran. Genau, und da wird der Hintergrund jetzt ziemlich dunkel. Das sieht man jetzt ganz gut, weil der Hintergrund eben sehr weit weg ist. Da ist auch keine Helligkeitsinformation. 3, 2, 1. Ein bisschen frontaler vielleicht was, wo du frontaler stehst. Und vielleicht beide, die Haare auf beiden Seiten. Ja, die ersten waren ganz cool, wo das Licht auch schön von hinten kommt. Sollen wir mal von da nochmal? Okay, schau mal zu mir. 3, 2, 1. Ja, genau. Oh, da fast schon ein bisschen hell. Da muss ich fast mit der Belichtungskorrektur ein bisschen ins Minus. Okay, schau mal zu mir. 3, 2, 1. Ja. Also man sieht, voll der Fokus auf der Person, ja, was das Licht angeht. Ist halt jedes Mal bei so einem Tunnel zu. Also ganz ehrlich, meine Lieblingsvariante ist genau in die Mitte. Ja, stell dich bitte nochmal genau in die Mitte hin. So leicht drin im Tunnel, dass nichts von oben kommt, nichts von rechts, nichts von links, sondern wirklich nur von geradeaus. Und dann hier ganz frontal, schau mal zu mir. 3, 2, 1. Das ist so vom Licht her, finde ich die echt am geilsten. Das, wie gesagt, der einzige Nachteil ist so ein bisschen oben diese Lampen. Ja, die könnte man später mit Schwarz wegmalen. Da muss ich einfach mal schauen. Wir machen noch zwei, drei verschiedene Posen, aber versuche immer relativ frontal zu bleiben. Also jetzt nicht ganz schräg, sondern wirklich hier frontal. Ich gehe mal mit der Blende, ich riskiere es mal. Ich gehe mal hier auf 1, 2. Komm, wir haben es ja. 3, 2, 1. Ja, ich bin mit der Belichtungskorrektur von vorhin noch Minus gewesen. Gehen wir wieder normal. 3, 2, 1. Also keine Belichtungskorrektur. Ja, noch ein paar. Ich mache mal mit der Belichtungskorrektur ins Plus. Ja, gucken, ein bisschen heller. 3, 2, 1. Ja, Blende 1, 2 ist halt echt heftig. So, machen wir noch eins. 3, 2, 1. Nochmal, 3, 2, 1. Ach so, was das Outfit angeht. Wir haben jetzt einfach gesagt, hier weißes Oberteil, ja. Also ganz schlicht und einfach, da nichts Weltbewegendes. Okay, ich denke, da haben wir jetzt genügend Bilder. Das heißt, wir gehen jetzt wieder weiter und suchen uns das nächste Set. Hört ihr das? Der Zug fährt. Wir sind wieder an einer Unterführung und ich darf euch vorstellen, eine meiner Lieblingslocations im Mannheimer Hafengebiet, ja, man nennt sie die Treppe, die Calvinized-Treppe. So, hier will ich jetzt fotografieren. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, dass mich die Züge nerven gerade. Da kommt noch einer. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon öfter fotografiert, ja, habe also in der Location so ein bisschen Erfahrung. Alter, das ist ja der Wahnsinn, was hier los ist. So, jetzt wird es gleich ruhiger. Ja, wir wollen jetzt mal mit dem Aufsteckblitz hier arbeiten, ja, mit der Firefly. Licht soll gleich von hier oben kommen. Und was ich mir auch vorstellen könnte, wäre, dass noch ein bisschen Licht von hinten kommt. Also wir haben hier noch einen zweiten Aufsteckblitz parat, wo wir dann so ein bisschen Gegenlicht zaubern. Eigentlich würde ich jetzt auch gleich mit zwei Blitzen anfangen, aber ich fange jetzt mal mit einem an. Einfach, dass ihr so ein bisschen seht, wie ich mir das Licht erarbeite.
Okay, rutsch vielleicht noch eine Treppe tiefer. Genau, und wichtig ist, mach nicht zu overdone. Das soll ein bisschen natürlich aussehen, weißt du? Genau, chill dich mal so hin, ein bisschen nach vorne gebeugt, in die Kamera, aber schon Diagonalen sind gut, ja, das ist klasse, aber nicht zu extrem. Christoph, du bringst mal das Licht von oben. Warte mal, auf was stellt man denn jetzt? Machen wir mal so eine Viertelleistung, ja? Also ganz schwach, den Aufsteckblitz nur. Ich mache zuerst mal ein Bild ohne Aufsteckblitz mit ISO 200, ein 125stel und nehmen wir mal Blende 8, Zone 8. Ne, wir nehmen mal Blende 5, ja? Das, einfach, dass wir mehr Licht haben. Ich will ein bisschen Umgebungslicht drin haben. Ich habe jetzt von der Linse ein 24-70 drauf und wenn ich da bei 35, 40 mm bin, ja, da ist bei Blende 5 trotzdem alles scharf. Wie gesagt, der Blitz löst man noch nicht aus. Ich will erstmal gucken, wie viel Umgebungslicht das drin ist. Und jetzt sieht man schon, ja, so ein bisschen Umgebungslicht ist drin, ein bisschen Grundstruktur. Jetzt hauen wir einfach mal den Blitz dazu. Es kann sein, dass er jetzt zu stark oder zu schwach ist. Das finden wir jetzt langsam raus. Genau. So, ja, schau mal zu mir, das ist gut. 3, 2, 1. Ja, das sieht schon mal gut aus. So, jetzt seht ihr das Bild eingeblendet. Und jetzt sieht man schon ganz gut, wie die Klamotten kommen. Ich muss mal gucken, dass ich meine Perspektive noch ein bisschen ändere. Vielleicht so ein bisschen mehr seitlich, dass man ein bisschen mehr die Beine sieht. Vielleicht auch mal dann was längs und nicht ein bisschen lockerer. Das sieht noch ein bisschen zu gepostet aus. Ja, wir können auch mal sowas machen. Wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen probieren. Und ich will auf jeden Fall von hinten Licht haben. Wir haben jetzt nicht so viele Assistenten vor Ort, deswegen haben wir jetzt einen Blitz, den wir einfach mal oben, der ist jetzt bei einem Achtel, also relativ schwach eingestellt. Warte mal, ich sag dir gleich, wie hoch du kannst, den stellen wir einfach mal oben auf eine Treppe. Da steht er gut, ja. Okay. Ja, da ist er gerade noch so außerhalb vom Bild. Du musst vielleicht ein bisschen mehr zu mir drehen. Kannst du irgendwie auch überkreuzen, die Beine? Das sieht sonst einfach mal, ja, weiß auch nicht, ausgestreckt, überkreuz oder, ja, genau. Es muss halt so schon, soll ein bisschen lässiger sein. Okay, 3, 2, 1. Ja, das mit dem Licht ist geil, aber wir müssen mehr von dir sehen. Vielleicht doch nochmal ein bisschen nach unten. Ja, machen wir so, 3, 2, 1. Wo wir ein bisschen aufpassen müssen, ist, deine Augen sind jetzt zu dunkel. Du musst dann mit dem Blitz runter oder das Kinn ein bisschen hoch. Vielleicht irgendwie, ich probiere das mal so ein bisschen vorzumachen. Wir machen nochmal eine, wo du, also einfach so ein bisschen breitbeiniger und dann, ja, aber nicht nur, weißt du, du machst immer so. Das sieht so gepostet aus. Mach einfach mal Knie, wie wenn du so, wie so ein bisschen Mann. Und dann Knie so ein bisschen nach innen vielleicht. Und schau mal so irgendwie vielleicht, ja, genau. Warte mal, ich muss mal gucken. Ja, weil wenn ich jetzt von der Seite, ja, wobei zu weit vorne gebeugt. Ich zeig dir gleich mal ein Bild, ne? Und dann kannst du so ein bisschen Feedback geben. Warte mal, ich mache erstmal ein Bild. Oh. Genau, denk dran mit dem Kind. Schön. 3, 2, 1. Ja, schau mal, vielleicht dann noch ein bisschen zu mir gedreht, ein bisschen im Gesicht. Also Licht ist schon mal geil alles, jetzt müssen wir nur noch so ein bisschen, genau, du kannst auch mal lässig, so irgendwie nach hinten gelehnt oder wie auch immer. Lass uns einfach probieren. Okay, Achtung. 3, 2, 1. Wir machen jetzt einfach mal verschiedene Posen. Nee, das sah komisch aus. Warte mal. Das sieht immer ganz komisch aus, wenn du so das Bild, lass uns da nochmal, warte mal. Ja, genau, und Kinn ein bisschen hoch. Ja, genau, bleib mal so. Das gefällt mir gut, warte, bleib so. 3, 2, 1, bleib mal danach. Ja, das gefällt mir jetzt schon besser. Das gibt mir so ein bisschen mehr, ich will es ein bisschen authentisch haben, so ein bisschen mehr Story, ja, du harte Lady Chilter. Keine Ahnung, warte mal. Genau, schön Hohlkreuz, ja. 3, 2, 1. Warte mal, ich mach's mal ein bisschen frontaler. Christoph, geh du mal darüber vielleicht. Ja. 3, warte. 3, 2, 1.
Von der Perspektive sieht es nicht so gut aus. Ich zeige dir das jetzt einfach mal. Ich muss mir jetzt auch so ein bisschen Rad einholen. Ja. Also das hat mir am besten gefallen, das hier. Wenn es schön von der Seite ist. Aber du musst mit dem Kopf, siehst du, die Augen sind im Dunkeln. Also ich finde eigentlich, also ich brauche jetzt ein geiles Bild von hier. Ja, und deswegen, es wird jetzt so ein bisschen erarbeitet. Also ich finde die Pose schon ganz cool. Aber wir müssen mit dem Augenreflex aufpassen, dass der funktioniert. Der ist. Ja. Zur Not musst du tiefer runter, Christoph. Weil ich brauche einen Augenreflex und Kopf ruhig ein bisschen zu mir dann auch. Warte. 3, 2, 1. Ich bin zu hoch, warte. Ich muss tiefer runter. Ja, von hier eher. Das ist gut. Warte. Bleib danach. 3, 2, 1. Bleib mal. Kopf mehr zu mir drehen irgendwie. Und mit dem Blitz noch ein bisschen tiefer und von der Nasenspitze mehr kommen. Mehr, nach, ja, mehr von da. Und tiefer runter. Ja, machen wir nochmal. Kopf mehr zu mir drehen. 3, 2, 1. Ich habe jetzt mal ein bisschen mehr Luft mit drauf genommen. Ja, genau. Ja, der Blick war noch nicht. Der geht irgendwie besser noch, aber da kommen wir in die Richtung. So, jetzt müssen wir ganz kurz warten. Okay. Genau, schön Hohlkreuz. Warte, ich muss ein bisschen mit dem Bildschnitt. Aber du musst den Kopf mehr zu mir drehen. Ja, und Kopf ein bisschen senken. Ja, super. Achtung. 3, 2, 1. Dreh mal den Fußspitzen ein bisschen weg von mir. Ja. 3, 2, 1. Okay, und jetzt einfach noch 2, 3 mit freiem Posing. Einfach so, wie du denkst. Ja. Genau. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okay. Wir nehmen mal ganz kurz die zweite Kamera raus. Julius, deine. Ja, das heißt, du drückst mal ganz kurz Stopp, stellst mal ganz kurz ab und gehst mal mit dem Blitz nach oben. Weil ich will mal noch ein paar gucken. Jetzt sind wir halt nur mit einer Kamera unterwegs. Ja, da müssen wir jetzt klarkommen. Einfach mal mit dem oberen Blitz, weil der muss jetzt ein bisschen flexibler sein. Und George muss jetzt mal gucken, weil ich so ein bisschen. Ja, genau, genau. Mach mal. Wobei der Fuß mehr in die Richtung war. Nee, mach mal so, wie du denkst. Genau, mach mal so erstmal, wie du denkst. Genau, geh noch ein bisschen hoch, Julius. Warte mal. Ja, cool. Moment. Genau, und heb den ein bisschen hoch noch, Julius. Okay, Achtung. 3, 2, 1. Mach dich ein bisschen länger. Irgendwie. Ein Fuß sollte weiter oben sein. Ja. Und dann vielleicht schräg. Geht schräg leicht. Naja, so mehr. Ja, genau. Und lehn dich vielleicht ein bisschen zur Seite. Also kannst du nach hinten lehnen irgendwie. Ja, genau. Jetzt müsste das Knie fast ein bisschen runter. Das eine. Ja. Wir probieren mal. Warte mal. Aber schräger, geht es? Dass du dich drehst? Ja, dass wir so eine leichte Diagonal haben. Genau, weil den Platz haben wir jetzt. Okay, machen wir mal. 3, 2, 1. Und jetzt kriegen wir da nochmal, mach das nochmal mit dem Überkreuzt irgendwie probieren. Oder so, ja, das ist gut. Bleib so, super. Da kommen Leute, müssen wir uns beeilen. 3, 2, 1. Okay. George, du kannst ja mal so in meine Richtung vielleicht filmen. Ein bisschen näher rankommen, genau, dass die Leute hinten dran vorbeigehen können. Schau mal ganz kurz. Das finde ich eigentlich lässig. Also das finde ich. Ja, das ist von der Gesamtwirkung, oder? Das sollten wir nochmal machen. Ne? Machen wir nochmal, ne? Mhm. Einfach, kannst du vielleicht die Haare nochmal. Ne, die waren ja da an der Seite, ein bisschen wild. Okay. Wo hattest du den Blitz gerade? Nee, wo du ihn gehalten hast.
Okay, ja, den brauchen wir da gleich nochmal. Wir machen ganz kurz mal Start-Stopp, ja, wegen Kameras, wegen 12 Minuten Film und so weiter. Aber wir steigen gleich wieder hier ein. So, wie gesagt, war nur ganz kurz Pause, Start-Stopp. Wir haben nochmal die Haare ganz kurz durchgekämmt. Also mir gefällt es einfach, wo sie schräg liegt. Ich hoffe, du kriegst die Pose jetzt nochmal so hin. Ist jetzt genau das Bild, wo ich eigentlich will. Also das finde ich gerade richtig geil. Schau, dass deine rechte Hand lässig hängt. Ja, das darf nicht so gepost sein. Genau, und so war es eigentlich, ja. So, Licht. Okay, Achtung. Bisschen höher, Christoph. 3, 2, 1. Nimm die rechte Hand schräg. Nicht frontal, schräg. Die rechte. Das sieht immer doof aus, wenn die... So, ja, irgendwie ein bisschen schräger. 3, 2, 1. Oder nimm nochmal die rechte an die Jacke so, ein bisschen. Ja, genau. Schön. 3, 2, 1. Nimm mal die linke irgendwie vorne hin. Ja, super. 3, 2, 1. Nicht ganz so hoch, die linke Hand. Nein, der lasse ich schon oben, aber nicht so spitz halt. Ja, genau, einfach. 3, 2, 1. Mach das normal. Fahr dir mal durch die Haare und lass die Hand einfach so seitlich, ja. 3, 2, 1. Die Hand rüber zu der anderen, wo sie ganz am Anfang war, die linke. Irgendwie da muss sie sein, ja. Schön, zu mir schauen. 3, 2, 1. Super. Ich mach noch 2, 3. Ah, du kannst noch mal, da, schau mal in die Richtung, da hat man die ganzen Haare gesehen, diese. Genau, 3, 2, 1. Ja, verdecken fast ein bisschen das Gesicht. Genau, so schön. 3, 2, 1. Das gleiche nochmal, aber mehr Blick zum George. Also das gleiche, wo du die Hand eben oben hattest. Ja, aber mehr Richtung George gucken, ja. 3, 2, 1. Das ist er. Okay. Der ist cool. Also Leute, ganz kurz, hat sich jetzt so entwickelt. Ja, ist natürlich jetzt sehr stark persönlicher Geschmack. Ist natürlich auch so ein bisschen überzogen, übertrieben, aber ist alles da, ne? Diagonalen, vorteilhaft dargestellt. Sie wirkt lang, groß, schlaksig, lange Beine, cooles Licht, geiler Blick. Ja, so will ich es haben und so will ich es später bearbeiten. So Leute, wir müssen uns jetzt echt beeilen. Wir sind jetzt hier rübergerast, ja, ans Mannheimer Hafengebiet. Im Hintergrund Ludwigshafen, vielleicht Julius, film mal ganz kurz hier einen Schwenk, dass man so ein bisschen sieht, wo wir überhaupt stehen. Am Wasser Sonnenuntergang, Sonne ist schon weg eigentlich, aber der Himmel ist noch da, geile Farben. Das heißt, schnell ein paar Bilder machen und ja, Blende 4, ISO 200, 125 und dann einfach so viel Blitzlicht, wie wir brauchen, um Elvira komplett auszuleuchten. Tief auf den Boden runter, ganz tief runter, ja. Unten ein bisschen Dreiecke, Beine überkreuzt, genau. So, ja, sie ist im Finsteren für mich schon, aber das klappt. Achtung, 3, 2, 1. So, ich blende es euch ein. Die Haare müssen ein bisschen mehr rein, die sind so schräg weg. Ja, sieht geil aus, sieht geil aus. Da können wir später noch ein bisschen die Tiefen hochheben. Ich versuche mal mit der ISO auf 250 zu gehen, ein bisschen heller. Okay, Achtung, 3, 2, 1, sauber, ja, das sieht schön aus. So, warte mal, ich zoome mal näher ran. Wir brauchen nochmal ganz fix Haarspray, bisschen. Ist das im Auto? Nein! So, der George filmt gerade und tut nebenbei noch das Auto aufschließen, ja. Nee, aber das sieht gut aus. Also, ich habe jetzt Blende 4. Blende 4 und 70 mm, ja. Da kann man hier nicht groß mit Unschärfe arbeiten. Oder das ist jetzt aber auch gar nicht so der Sinn und Zweck. Wichtig ist, die schönen Farben drauf zu kriegen.
Und wichtig ist jetzt, Elvira, einfach so ein paar verschiedene Posen. Ne? Machen wir noch oben auf jeden Fall Haarspray. Da oben, genau, da stehen sie wild weg. Ja, das Problem ist die Zeit. Ne? Jetzt halt, die Sonne geht halt rasend schnell unter. Es ist schon dunkel. Ich zeige euch mal ein Bild ohne Blitz, ganz kurz, dass ihr einen Eindruck davon bekommt, wie viel Umgebungslicht wir im Bild haben. So sieht es ohne Blitz aus, ja? Nur, dass ihr mal ein Gefühl dafür bekommt. Also ich habe den Himmel eigentlich, den Hintergrund korrekt belichtet und der Blitz hält eigentlich nur von vorne auf. So, machen wir nochmal. So, Achtung. 3, 2, 1. Super. So, genau. Und jetzt einfach mal so ein paar verschiedene Posen. Kipp mal den Blitz ein bisschen, dass er ein bisschen mehr auf den Boden geht, ja. 3, 2, 1. Oh, da habe ich noch einen Vogelschwarm im Hintergrund erwischt, Alter. Informationsflug. 3, 2, 1. Einfach mal verschiedene Posen. Mach schräg, ja. 3, 2, 1. Aufpassen mit dem Blitz, dass er nicht so weit. So, jetzt will ich ein bisschen mehr Umgebungslicht. Das bedeutet, ich gehe vom 125. mal auf ein 80. Ja. Einfach mehr Umgebungslicht, mehr Hintergrund. Der dürfte jetzt ein bisschen heller werden. 3, 2, 1. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeichnung. Ich gehe mal noch auf ein 60. Ist alles kein Problem, weil der Blitz die Elvira einfriert. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeichnung. Da können wir ein RAW mehr rausholen. Machen wir noch ein paar verschiedene Posen. Nochmal die Frontale, wo du gerade bist. Sorry, Leute, wenn ich so ins Mikro schreie, ja, weil das ist jetzt ziemlich nah. Aber das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Da müsst ihr jetzt durch mit dem Sound. 3, 2, 1. Das ist schön. Ja, das ist cool. Warte ich mal noch ein paar Querformat. Genau. Bleib mal so. Achtung. 3, 2, warte. 3, 2, 1. Du bist ein bisschen drin, Christoph, warte mal. Und ich gehe mal frontaler bei Querformat. Komm mal ein bisschen da, ja, so hier ungefähr. Ja, ein bisschen weiter rüber noch. Genau, bleib mal so. So schön. 3, 2, 1. Ja, ja, es ist mit dem Licht ein bisschen schwierig hier. Du darfst nicht so nah ran, Christoph. 3, 2, 1. Da muss ich einfach schauen, was dein RAW später, ne, weil es jetzt alles zu stressig da mit Sonnenuntergang und perfekt, nicht viel Zeit. Aber die Hochformatbilder waren am geilsten. Also da war eins eben dabei in Hochformat. Da liegt auch die Strähne noch so über der Schulter, das ist ganz lässig. Wir machen nochmal ein 2, 3 Hochformat. Ich fand die Hochformat besser. Weniger Kulisse, mehr Motiv. Kannst du noch ein bisschen rüber gehen? Ja. Warte mal, das Fokusfeld hier nach oben setzen. Ja, Achtung. 3, 2, 1. Super. Komm mal ein Stück nach vorne. Auf diesen Asphalt noch näher. Noch näher, noch näher. Noch näher, ja. So, Christoph Licht. 3, 2, 1. Kinn nicht so tief und ein bisschen leicht zum Licht drehen. Ja, 3, 2, 1. Schön. Ja, das ist super. Wir machen noch 2, 3. Komm, die Sonne ist noch da, also Hintergrund ist noch da. Ja, das wird jetzt aber immer dunkler, man sieht es. Aber wir haben noch genügend Zeichnung da. Genau, also der Blick in die Richtung, das war eigentlich ganz cool. Das war auch so ein bisschen spontan. Ja, das ist super. 3, 2, 1. Schön, ja. Ich gehe mal noch ein bisschen tiefer runter. Gucken, ob ich das hinkriege hier. 3, 2, 1. Dreh dich mal noch mehr über die Schulter zur Seite. Also der Körper mehr in die Richtung. Und dann noch mehr über die Schulter drehen. Kannst du noch mehr nach da schauen? Nach da? Schau, ne, Kinn, also Nasenspitze nach da. Ja, genau, ruhig noch weiter über die Schulter nach hinten. Genau, super.
Ja, genau. Aber nimm mal die rechte Hand an die Jacke, wenn du das machst. Ja, super, genau. Bleib so. 3, 2, 1. Das gefällt mir gut. Okay, Nummer 1 vielleicht, wo du ein bisschen zu mir schaust. Lass ruhig den Kopf ein bisschen in die Richtung, aber die Augen zu mir. 3, 2, 1. Okay. Ja, mach noch 2, 3. Ich will gar nicht aufhören. Wir haben nur eine Minute, ja. Mach einfach mal, geh einfach mal ab, mach irgendwas. Der arme Julius muss die ganzen Bilder reinschneiden immer. 3, 2, 1. Super. Okay, das Licht ist gerade geil. Schön. 3, 2, 1. Der ist super. Okay, ich höre jetzt nicht auf. Das ist cool. 3, 2, 1. Ja, jetzt macht gerade Fotografieren Spaß. Einfach abdrücken. Genau. Mach ruhig immer verschiedene Posen. Und selbst wenn es doof aussieht, egal. Wir haben Auswahl. 3, 2, 1. Ja, die Haare müssen irgendwie auf eine Seite, dass schönes Gesicht frei ist. Warte mal, ich mache noch ein paar näher, Close-ups. Oberkörper. Ja, genau. Warte, ich gehe ein bisschen näher zu meinem Licht. Okay, warte. 3, 2, 1. Näher zu meinem Licht, was rede ich da? Ah, warte mal, das ist gut. Moment, der Blitz muss schwächer. Geh mal ein bisschen runter. Okay, machen wir nochmal. Das sieht gut aus. Achtung, zu mir gucken. 3, 2, 1. Auch sehr geil, ja. Aber orientier dich mehr zum Licht, ja. Dreh dich nicht weg. Genau, du musst ein bisschen in die Richtung. Schön. 3, 2, 1. Krasse Farben. Sieht jetzt natürlich alles so ein bisschen reinkopiert aus. 3, 2, 1, sehr künstlich, aber ich find's geil. Ja, machen wir noch ein paar. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Schauen wir, ob das so passt. Stimmt, schaut wie eine Tapete aus, ne? Ja. Haare nochmal ein bisschen. Machen wir mal ganz kurz Haare kämmen. Und dann machen wir noch ein paar Close-Ups. So, habt ihr sie gesehen, die Blende? Die schwarze Blende, eben wie es überblendet war. Es war einfach nur Start-Stopp wegen 12 Minuten hier Film. Also Leute, das ist halt ein sehr künstlicher Look. Ja? Das sieht aus wie eine Fototapete im Hintergrund, weil halt von vorne geblitzt wird. Aber ich finde die Farben einfach irre geil. Ja? Und mir gefällt es so und deswegen mache ich das. Das ist gigantisch. Und ihr seht, einfach nur ein Aufsteckblitz mit einem Lichtformer vorne drauf. Da brauchen wir jetzt auch nicht einen Systemblitzadapter. Da langt auch, da gibt es ja für Aufsteckblitze verschiedene Lichtformer. So, Make-up-Artist bei der Arbeit. Sieht sogar das cool aus, aber du hast gerade so komisch geguckt, Elvira. So. So, auf geht's, Licht. Das Problem ist so ein bisschen das Fokussieren, weil es so dunkel ist. Ja, da bräuchte man eigentlich so eine Taschenlampe, aber sorry, es geht. Wenn du eine hast, so ein Handylicht, ja, irgendwie, so. Machen wir mal so ein bisschen Licht. Ich fotografiere so einen Brennweitenbereich 40 mm. Okay, 3, 2, 1. Ja, da ist ein bisschen mehr mit drauf. 3, 2, 1. Wir können einen Schnitt. Orientier dich zum Licht, ja, nicht Kinn so arg senken, dass wir einen Augenreflex haben. 3, 2, 1. Das geht. Super. Du kannst ruhig zu mir schauen, nur das Kinn nicht so hoch. 3, 2, 1. Ja, klasse. Wahnsinn, ja. 3, 3, 2, 1. Mal so schräg wieder ein bisschen. Nicht ganz, ja, Mama, doch, Mama. 3, 2, 1. Wieder zurück, nicht ganz so arg. 3, 2, 1. Okay, machen wir noch 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Warte. 3, 2, 1. Okay, das letzte war einfach zu viel Bildschnitt. So, eins machen wir noch. Ich sage immer noch, eins machen wir noch. Jetzt aber wirklich das letzte.
So, also letztes Set. Letzter Durchgang. Achtung. 3, 2, 1. 1. 3, 2, 1. Deine Arm ist drin, Christoph. 3, 2, 1. Oh, jetzt ist aber Schluss. Okay, Leute. Ja, das ist einfach ein zu geiler Hintergrund. Okay, probiert's aus, ja? Sonnenuntergang, Blitz von vorne zum Aufhellen. Einfach geil. So, Freunde, das war im Prinzip das komplette Video. Demnächst gibt es übrigens wahrscheinlich noch weitere dieser Art. Ich habe einiges auf der Platte, was wir nie genutzt haben. Wenn dir das gefallen hat und wenn du mehr Videos willst, dann würde ich dich gerne um Unterstützung bitten. Bitte nimm doch das Video, poste es auf Facebook, in deiner Timeline, auf Instagram oder wo auch immer. Vielleicht gibt es da draußen noch einige, die sich das auch anschauen wollen. Wie gesagt, es kostet keinen Cent. Gib einen Daumen nach oben, beziehungsweise abonniere gerne auch den Kanal. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.